Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen zur Rede von Frau Cibora-Seidlitz. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Sie über den Koalitionsvertrag gesprochen haben, dass es eine jugendpolitische, Kinder- und jugendpolitische Bankrotterklärung sei. Ich habe von vielen Trägern und von vielen Verbänden der Jugendhilfe gehört, dass das, was wir dort niedergeschrieben haben, bedeutend mehr Fundament hat als das, was im letzten Koalitionsvertrag stand. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir dieses Thema auch ernst nehmen. Und die zweite Bemerkung, ich finde es absolut richtig, wenn Sie sagen, nicht nur über junge Menschen reden. Ich fände es dann schön, wenn die bei Ihnen auch ein bisschen weiter vorne auf den Listen stehen. Dann können die nämlich auch im Parlament mitreden und mitentscheiden. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Und in den vergangenen zwei Jahren wurden diese durch die Corona-Pandemie jedoch auf eine harte Probe gestellt und ihren Alltag stark belastet. Schulschließungen, das fehlende Freizeitangebot und auch die Einschränkungen von sozialen Kontakten haben das aktive Teilhaben und das unbeschwerte Kindsein eingeschränkt. Es ist an der Zeit, diese Personengruppe noch mehr als in den letzten Wochen bereits geschehen, in den Vordergrund zu rücken. Diverse Programme wurden hierzu bereits ins Leben gerufen. Aber wir stehen erst am Anfang. Vor allem die Jugendarbeit ist ein wichtiger Teil des Wesens zur Verbesserung und muss noch gezielter und vor allem flächendeckender vorangetrieben werden. Das soll heißen, dass es eben nicht nur in den großen Städten besonders erfolgt, sondern durch einen Flächenfaktor, wie wir in einem Koalitionsvertrag auch festgeschrieben haben, besonders ländliche Regionen Unterstützung in der Kinder- und Jugendarbeit erfahren und nachhaltige Angebote geschaffen werden können. Und genau deswegen haben wir uns dazu auch im Koalitionsvertrag verabredet, denn gerade im ländlichen Raum ist das Angebot oft begrenzt oder auch gar nicht vorhanden. Weite Fahrtstrecken zum Erreichen von Freizeit- und Bildungsangeboten müssen in Kauf genommen werden, was gerade für junge Menschen große Hürden darstellt. Entsprechend der Einigung im Koalitionsvertrag werden wir uns dem Vorhaben auch annehmen. Hierzu ist es wichtig, in den gezielten Austausch mit Vertretern der Kinder- und Jugendarbeit zu gehen, weil nur so können wir sicherstellen, dass wir hier auch wirklich für qualitative Verbesserungen sorgen können. Zur weiteren Beratung werden wir der Überweisung in den Sozialausschuss zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr